Tja, liebe Zuschauer, da Sie jetzt gerade ZDF gucken, sind Sie wahrscheinlich über 60 und haben keine Ahnung, was eigentlich ein Hipster ist. Hipster, eher unpolitisch, aber immer originell und extrem lässiges Outfit. Also große Brillen, bunte Schals, alberne Bärte und Wollmützen. Und in unserer schönen Hauptstadt, da finden Sie diese Hipster... Ach Quatsch, nicht bei den Grünen, die sind doch kleinbürgerlicher Mief, sagt zumindest ein echter Hipster, wie der Volker Kauder. Der trägt sogar im Fernsehen Rollkragenpullis und der Spießer da links fragt gerade, ob Hetero-Eltern eigentlich besser seien als Homo-Eltern. Das würde ich so pauschal nicht sagen. Also nein. Aber ich glaube, dass es für Kinder schon das Beste ist. Also ja. Vor allem für Buben. Ey, Buben, das ist so retro. Mehr Hipster geht wirklich nicht. Aber nochmal zur Homo-Ehe. Ehegattensplitting ist ja eigentlich... Dort, wo Kinder sind. Und da wird argumentiert, wie ich finde, zu Recht, dass das Ehegattensplitting auch damit etwas zu tun hat. Nee, mit Kindern hat das gerade nichts zu tun. Aber solche Details sind für eine echte Hipsterpartei wie die CDU eh nicht wichtig. Denn die CDU ist voll auf die Kanzlerin zugeschnitten. Und das ist auch das wichtigste Argument, was wir haben. Achtung, hier kommt es. Das wichtigste Argument der CDU. Es geht nicht um entweder oder, sondern um sowohl als auch. Ach was, und das gilt dann? Land ein, Land auf, tags ein, tags auf, Land ab, oh. Tags ein, Tag aus, Land ab, Land auf, Land ab. Also. Also müssen sich die Hipster auch weiterhin nicht für Politik interessieren, sondern sich halt nur merken, auf die Kanzlerin kommt es an. Der Spruch ist übrigens auch mega retro und hat damals beim Kiesinger krass gut funktioniert. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Na dann, weiter so.